Zum Schöpfer von Robotern wird man durch Berufung. Das fängt früh an. Bei mir war es der mechanische Wecker meiner Eltern, der demontiert wurde, um festzustellen, wie kommt denn das Ticken zustande. Einen typischen Tag gibt's nicht. Der Tag bringt immer Neues, neue Projekte. Die Projekte selber laufen niemals geradeaus. Der Winchbot war auch eigentlich als mehr konventioneller Roboter geplant. Ja, im Prinzip hat meine Tätigkeit in Sachen Robotik zu bauen angefangen mit dem Raspberry Pi. Der Winchbot besteht im Wesentlichen im Kernelement aus drei Motoren, die Seillängen variieren. Das Ganze hatte ich schon in einem vorherigen Projekt aufgegriffen als V-Plotter. Es gibt mehrere V-Plotter, ich bin nicht der Erfinder des Ganzen, aber es war sehr interessant, damit zu arbeiten, und bin dann dazu übergegangen, die Winde, eine dritte Winde zu installieren, um dann halt über drei Punkte auch im dreidimensionalen Raum bewegen zu können. Das allein war noch nicht genug. Es ging ja dann noch darum, den Greiferarm auch auszurichten, dass er immer waagerecht zur Unterlage ist und nicht pendelt. Der Winchbot 2.0, der ist mit etwas feinerer Steuerung versehen. Das Hauptanwendungsfeld, das ich persönlich im Hinterkopf habe bei dem Winchbot, ist, dass Bildung gefördert werden kann. Ich hoffe sehr, dass es einen Winchbot 3.0 geben wird, nur nicht unbedingt von mir. Wie gesagt, die Idee von Open Source ist, dass jedermann das Projekt weiterführen kann. Rat muss man den Leuten, die ernsthaft in die Robotik einsteigen will, gar nicht geben. Also es braucht eine Grundausbildung. Bei mir war es mathematisch orientiert, mein Abitur, Mathematik und Chemie. Die Naturwissenschaften im generell haben mich sehr interessiert. Also eine Grundausbildung bedarf es. Programmierung ist nicht herumklicken auf bunten Oberflächen. Programmierung ist letzten Endes Mathematik, und da bedarf es einer sehr fundamentalen Ausbildung, um voranzukommen in der Robotik. Ich bin Norbert Heinz und ich bin Lehrer und Bastler.